zurück, um effizient zu sein. Und wo kommt dieser Grafik-Glitch auf einmal her? Hallo? Warum? Warum kriege ich wieder diese ganzen komischen Grafik-Glitches? Oh, der war gerade noch nicht da, wie ich das Aufnahme-Recording gestartet habe. Ah, okay. Lass es uns ignorieren. Bring mir etwas bei. Fangen wir an. Das wollte ich nicht. Soll's mir eine Mission geben? Eine Mission solltest du mir geben. Oh. Dann schlafen wir mal eine Runde bei Myra. Myra. Der Hütte. Ey, dir macht ja nichts aus, wenn ich... Hey, hast du eine halbe Ration für einen armen Enon? Ich bring dich gleich um, wenn du mich nochmal fragst. Unglaublich, jedes Mal. Ich bin nicht gut genug. Ah, das ich mir nicht sagen. Oh, einfach Buchmaschen, right? Ich bin nicht gut genug, sagt er. Das haben wir doch gerade verkauft, das Ding. Nur ein schlechter. Oh. Ah, das hat sich doch ausgezahlt. Merkwürdig. Das hat sie uns nicht. Oh, das kostet doch wieder Geld alles. Oh. Ja. Ah, die brauche ich eh nie, die Bremsraketen, aber warum nicht? Okay. Bin in pleite Checks diesmal. So viel Geld verloren. Während dein Haus glitscht. Da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Mich? Ja, die Innereien der Rottmolche, die du mir gebracht hast, waren ein voller Erfolg bei meinen Schülern. Ich würde dich selbstverständlich wieder bezahlen, um dich zu motivieren. Wenn du also mal wieder Mutanten jagen willst, sag Bescheid. Right now. Wegen der Mutanten. Jetzt. Was soll ich dir diesmal bringen? Nichts. Es muss etwas weggebracht werden. Du erinnerst dich an die Köder, die ich mit meinen Schülern ausgelegt hatte, um die Rottmolche anzulocken? Die ihr mit Kontrastmittel versehen hattet. Um die Innereien, die du uns besorgen solltest, zum Leuchten zu bringen. Ich kann mit meinen Schülern selbstverständlich nicht gefährlichere Mutanten außer Rottmolche anlocken. Aber du kannst das. Ich soll also Köder auslegen, um Mutanten anzulocken. Wenn die Bezahlung stimmt, kein Problem. Das hängt von deiner Leistung ab. Da du deine letzte Aufgabe so gut erfüllt hast, sollte dies kein Hindernis sein. Leistung in der Sonne. Alles klar. Ich werde die Köder für dich auslegen. Gut, hier, nimm die Köder. Wenn du die Köder ausgelegt hast, komm wieder zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen. Mit welchen Mutanten werde ich es zu tun haben? Hoffentlich mit gar keinen, da du nur Köder auslegen sollst. Fragt sich nur, ob das klappt. Wir versuchen, Häscher anzulocken. Diese Mutanten, die den Menschen noch recht ähnlich sehen und Waffen benutzen. Ihre Gehirne sind für unseren Unterricht perfekt geeignet. Sie sind ein Wunderwerk unserer Biotech-Ingenieure von damals. Kanalisiert eure Gefühle. Wenn sie euch zu übermannen drohen, beginnt mit den Berechnungen. Echt fragen, wo ich sie auslegen soll? Oh. Wo? Wichtig ist nicht nur wo, sondern auch wie. Wenn du gerade Richtung Süden läufst, den Berg hinauf, findest du eine alte Burg. Sie war früher einst von den Klerikern besetzt. Heute haben sich dort eine Menge Häscher eingenistet. Dort sollte es mit Sicherheit noch einige Tische geben. Leg die Köder dort drauf. Selbst wenn von Häschern kaum Menschliches mehr übrig ist, sollten sie doch noch Essen auf Tischen erwarten. Auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist.
Sehe, bevor ich das. Oh, so. Oh, das glitscht alles. Und der. Naja, sie zeigt mir wahrscheinlich die besondere Stats an. Okay. Gut, dann haben wir beide Sachen auf dem Weg. Ja, das klingt gut. Das habe ich mir gedacht. Mit meinem sehr effektiven Verstand habe ich mir gedacht, dass das genau so laufen wird. Größte Effektivität, die Missionen. Mein Kopf! Nebeneinander zu legen. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das so nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, wir wissen es. Muss zu Adam auch mal gehen und ihm berichten, dass ich mich weitergebildet habe. So ein Alp. Was? Ah ja, ich weiß schon. Nein! Mist. Ich komme. Zu spät. Brauchst nicht mehr kommen. Ich hab das Ding schon erledigt. Oh, der ist noch immer so träge. Das ist schon so irgendein Schrott. Irgendein Arg. Warte mal. Oh, wirklich. Einfach nicht drauf fliegen. Schlecht aus. Schaut ganz schlecht aus. Okay. Und vielleicht haben wir doch einen guten Weg gefunden. Oh. Das erkennt man doch gar nicht, das Zeug. Du durch den Felsen geflogen, Frank. Stolz auf dich, hast du das von Rey Skywalker gelernt. Ich hab eine Abkürzung gefunden. Rot mal. Gleich mal fliegen wird. Er ist schon vorbei. Ist doch schon alles vorbei. Das denkt sich das Ding auch gerade. Das hat echt Schaden gemacht, Schatz. Ab mit dem Schwert weiter rein. Tot. Gut. Da haben wir ein paar Viecher. Eine Ratte aufessen. Interessant hier. Ein bisschen ein Elex. Das erklärt einiges. Das Zeug muss die Mutanten angelockt haben. Ich sollte Azog davon berichten. Ich, das ist alles. Ein kleiner Elexader hat das gemacht. Ich ja noch draußen herumreden. Dass ich effektiver looten kann, habe ich jetzt meine Brille aufgesetzt. Sehr wichtig. Sonst sehe ich den ganzen Schlamassel da unten nicht. Gut. Da ist mehr Loot noch drin. Dann habe ich mal effektiv das Ding. Das ist ins Haus reingekommen. Machen wir es schnell weg. Gute Dodges. Gute Arbeit, sehr effektiv. Aber nichts sagen beim Frank, der ist auch sehr effektiv.
Das heißt, lasst ja. Ich schaue dem Monster nur zu Tode an. Ah, ist das easy. Sport. Ist das easy. Baublaune Energiezellen. Wird mir jetzt nicht angezeigt. Brille. Das ist zu wenig wert für dich. Brille. Wäre dich. Okay, schätze, das war's hier. Das Viech haben wir noch. Coole Rüstung. Ja, das ist schon für nichts. Nein, du bist vor mir, Frank. Unterschied. Sehr schön, sehr schön. Gute Arbeit, Junge. Okay. Da ist das nächste, das wir effizient lesen werden. Lesen. Lösen. Lösen wer muss. Nicht lesen. Nichts gelesen. Das war nicht sehr effizient. Das hat jetzt. Mist. Ja, gut zu sagen. Du lenkst mich nur ab. Oh. Dann mit seinen Us. Überall gute Loot. Das nächste hin. Okay. Wir haben schon genug Fights hier. Es ist zu wenig effizient, diesen Fight anzufangen. Schaut doch nicht nach einer schönen Burg hier aus. Nicht mal die haben die Kleriker behalten können. Oh je. Die sind so uneffizient. Ich hätte die Risser zu den Outlaws schicken sollen. Au. Arbeit. Schneehammern reingeschickt. Eine coole Burg, ehrlich gesagt. Das heißt, die Burg, die die Outlaws zurzeit haben, die haben sich wirklich gehen lassen. So viel Effizienz verloren. Oder Frank, der hat's noch drauf. Ab, da ist die Axt. Das ist echt eine fette Burg hier. Oh je, Kleriker. Wie ihr euch gehen lassen habt. Das coole Rot von euren Rüstungen habt ihr weggegeben. Das war's mit dem kleinen Reicher. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Was wollen wir? Gefällt's dir nicht? Eine schöne Burg, finde ich. Hätte eine gute Basis sein können, meinst du nicht? Ah, ich erinnere mich. Da Als war ich im Land. Als die Kleriker hier noch ausgebildet wurden, war dieser Ort eindeutig sicherer. Ich bin ja auch noch da. Korrekt. Aber für manche stellst du einen Unsicherheitsfaktor dar. Typisch, aber Hilfe wollen sie alle. Ich erinnere mich, da waren mehrere Missionen bei den Klerikern zu machen. Die waren so fett aufgebaut im alten Spiel. Und jetzt haben sie eine kleine abgeäffte Burg. Ah, wieder so, ne? On your knees. Der Dritt hat ihm gefallen.
Elektrisiert auch noch. Komm, gib ihm Feuer. Was? Der ist doch von allein gefallen. Den habe ich doch gar nicht erwischt mehr. Oh. Ja, die Kleriker. Die Armen. Alles verloren, was Wert gehabt hat anscheinend. Ihre Burg hier. Ihre andere Burg in Ignadon. Dann haben sie fliehen müssen. Das Einzige, was sie jetzt noch haben. Was ist das für ein Drag? Dachschützen. Also, Schicklichkeit. Nein, das ist hier richtig. Oh. Ja. Außer Constitution sind wir ziemlich gut dran. So viel Magie habe ich bis jetzt noch nie genutzt. Ich glaube nicht, dass die viel stärker sein wird, als was ich Schlepptor habe. Aber ich bin bald dabei zu kommen. Gut, so. Oh, den Streitkolben hat zu weit geschossen. Nett. Wie gesagt. Ah ja, schau. Da haben wir was gefunden wieder. Ah, fett zum Hacken. 4, 5, 3, 1. Ja. 8 haben wir schon mal. Acht eins muss ich bemerken. Das war nichts. 8 1 7 8 2 1. Das war nichts. Falsch. Komm, schleunige es. 7, 8, 2, 1. Wenn ich das nochmal so eingebe, aber... Ach, doch hat's. Doch hat's. Hier waren wir doch schon. Das war nichts. 8, 2, 1. Das ist wieder ein harter Save. 3, 8, 2, 1. Okay, was geht doch? Handgranate! Ein bisschen Elex. Da muss ich wieder durchrouten durch die ganze Festung. Warum bin ich da jetzt umsonst drüber gehupft? Schaut so aus. Jetzt wäre ich den Umweg umsonst gegangen. I'm sorry. Das sind Minus-Effizienzpunkte. Da habe ich wieder Effizienz verloren. Tut mir leid, Leute. Ich gebe mir selber -2 Effizienzpunkte. Ihr könnt sie niederschreiben. Die Soldaten stehen zum Angriff bereit. Commander Xorg hat den Befehl gegeben, heute Nacht anzugreifen. Späher haben Lücken in der Mauer entdeckt. So gelangen wir ungesehen in das Innere der Burg. Die Kleriker werden keine Chance haben. Oh, hat sie anscheinend nicht. Die armen Kleriker. Und meine Lieblingsfraktion. Einfach nur wegen der coolen Rüstung allein schon. Mir wirklich gut gefallen. Ich helfe dir. Gut. Das waren keine guten Dodges.
Bin ich schon zu müde für gute Effektivität? Oh, fuck jetzt. Dann will ich Shotgun. Sind wir effektiver? Ja, viel effektiver. Nein. Oh ey. Ich bin schon zu müde für gute Effektivität. Ah, coole Mission. Habe ich ganz vergessen, dass diese Rüstung, dass diese Festung existiert. Dass sie mich dahin schicken. Dass ich echt Tische finden. Lieber Tiefers. Ich weiß nicht, warum meine Gedanken gerade in diese Richtung gedreht haben. Oh, oh, da ist ein Tisch. Das sollte reichen. Gut, ich sehe sie schon. Das ist kein Tisch. Oh je. Yeah. Ich weiß gar nicht mal, was für Missionen die hier gegeben haben. Wenn ich dann Elex 1 wieder angehe, werde ich auf jeden Fall mal hierher müssen dann. Obwohl ich den Berserkern beigetreten bin. Ah. Das sollte reichen. Schauen, wie lange dieser Planet noch steht. Vielleicht ist dann noch ein Kleriker-Playthrough geplant. Was, ich kann nicht mal durchmashen, zufällig. Oh je. Das war wohl nichts. Oh je, wir haben echt mal ältere Sachen zu hacken. Das war wohl nichts. God damn it. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Ach, wirklich. Oh, eine härtere Kiste mal. Stärke. Naja, das. Mal Gesundheitsrüstung. Das zahlt sich doch fast schon aus dann. Ah, da wäre die Stiege gewesen. Das ist die nächste Stiege. Oder wieder ein Trank. Dunkles Elex. Dunkles Elex. Haben wir hier doch fast alles schon. So. Das war alles. Ich sollte zurück zu Alcea gehen. Ich weiß nicht, ob sich das ausgezahlt hat, das auf Tische zu legen. Mehr Loot, mehr Berichte. Es wurden weitere Truppen zur Säuberung des Außenpostens angefordert. Die paar Kleriker werden wir ohne Probleme eliminieren können. Das Elex aus diesem Gebiet wird unverzüglich abgebaut und eingelagert. Und ich kann wieder an Tresor scheitern. Kleiner. 8, 7, 6, 9. Wir hoch an einfach. Gut, gut. Das heißt. Hey! Geht doch. Felix trinke. Aktivität. Muss aufrechterhalten werden. Hier haben wir noch einen Turm. Aber ich glaube, hier oben wird die gute Loot sein. Ich frage, wie ich da am besten raufkomme jetzt. Ja, ich sehe Loot. There we go. Wieder den Heilkrank geholt.
Hat mir Stiege jetzt gegeben. Ist wahrscheinlich noch so viel Looting drauf versteckt in diesen. Nimm den schnellen Weg runter, wir sind effizient hier. Vor der waren wir drinnen. Schau mich hier noch ein bisschen um. Dann wird darum zurückgeteleportiert. Wir schauen, ob wir einen Rang aufsteigen, wenn dann die nächste Rüstung unser Arbeiten. Ich hoffe, dass ich in diesem Spiel nicht für Rüstungen zahlen muss. Die waren nämlich immer richtig teuer. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen auf einer Gelddurststrecke. Das ist nicht gut. Dann muss ich farmen gehen. Bei meiner Ex-Kaya, ich meine bei meiner derzeitigen Freundin Kaya ein bisschen betteln. Der hat doch sicher noch Reserven für mich. Schwefel. Ich glaube, die Sache könnte ich auch mal verkaufen. Außenposten Delta an Hauptquartier. Hört mich jemand? Wir müssen raus hier. Schnappt euch alles, was ihr tragen könnt. Die Alps überrennen uns. Warum hat die keiner bemerkt? So eine Scheiße. Lauft schneller. Los, los, los. Ja. Okay, zurück. Und zurück. Missionen abgeben, die ich mir zumindest markieren. Ah. Müssen wir effektiver rüber sprinten. Komm. Wow. Die Seitenrolle macht er schnell. Effektiver. Effektiver. Ja, deswegen denke ich ein tiefer. Was ist? Na, wegen der Mutantenangriffe. Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum dort so viele Angriffe geschehen. Gut. Ich habe ein großes Elex-Vorkommen entdeckt. Es war von oben nicht gut zu sehen. Das erklärt, warum unsere Drohnen es nicht finden konnten. Warte einen Augenblick. Ich mache einen Stoßtrupp bereit, um das Vorkommen zu sichern. Commander, angetreten. Fantastisch. Warte, soll antreten ich? Auf dich ist Verlass. Sieht da was? Ah, jetzt kommt er. Wer bist du denn? Alexitor Artok, was gibt es? Der Scout Jax hat ein Elex-Vorkommen ausfindig gemacht. Es muss erschlossen werden. Der Scout Jax? Ihr meint doch Commander Jax. Es ist egal, wer er war. Jetzt ist er Scout. Behandelt ihn als solchen. Nimm deine Männer mit und befreit dieses Vorkommen von den Mutanten. Jax soll Bericht erstatten, wenn ihr fertig seid. Wird erledigt. Du hast gehört, was Alexitor Artok gesagt hat. Führe uns zu dem Elex-Vorkommen, das du entdeckt hast. Mach ich. Wir gehen sofort los. Geh voran. Wir folgen dir. Okay. Dann machen wir das schnell. Aber sehr effektiv müsste schon sein jetzt. Können wir uns hin teleportieren? Schauen wir mal. Nicht. Oh, ja, sie sind hinter mir. Sehr gut. Bug, die bessere Teleportation. Auf zu Bug. Ist noch besser. Besorgniserregender Ort. Alles klar, haben wir schon geklärt hier. Ah, ja. Da war der gute aggressive Flug. Das Ding rein. Das Ding bekämpfen. Das ist mir im Weg. Es stirbt einfach. Das hatte kein Leben. Da drüben. Ist schon weg. Kleines Ding hier. Auf meinem Rücken ist auf jeden Fall nicht klein, der Speerwerfer.
Kriege ich jetzt Schimpfer, weil ich das schon abpassiert habe? Wahrscheinlich. Da gibt es ja noch weitere Mutanten. Erwischt. Team. Effektivität! Okay. Okay, sehr gut. Das war eigentlich ziemlich effektiv. Sehr schnell haben wir dieses Vieh ich halt beseitigt. Ich möchte jetzt eine Höhle finden und einfach noch Viecher killen. Oh, das andere Ding kommt auch schon. Also Shotgun. Es will mich. Ha! Oh, sehr guter Schlag. Hat denn der da gerade drauf geschossen? Deckt der Moloch etwa? Er hat doch nur eine Wasserpistole dabei. Sehr peinlich. So, einfach alles zu killen. Sieht gut aus. Ich denke, wir sollten uns hier ein wenig einrichten. Wir werden einen Perimeter einrichten müssen, um die Mutanten fernzuhalten. Was soll ich tun? Dafür gar nichts. Das erledigen wir. Du solltest jetzt zurück zu Azog gehen und ihm berichten, dass wir erfolgreich das Elex-Vorkommen gesichert haben. So, Männer. Jax wird zurück ins Depot gehen und Azog Bericht erstatten. Ihr wisst, was zu tun ist. An die Arbeit! Ja, mein Team. Sehr effektiv. So sehe ich das gern. Bei einer Berserker-Mission hätte ich schon wieder 20 Mal hin und her rennen müssen. 10 verschiedene Setzlinge setzen. Auch immer die Rechtsdrehung gerade. Oder 50 verschiedene Setzlinge. Unkrautzupfen. Seht ihr? Unkrautzupfen haben sie mich lassen im alten Spiel. Das muss man sich mal vorstellen. Jax, die beste. Unkrautzupfen. Du bist zurück. Ich nehme an, die Mission war erfolgreich. Yes, effektiv. Wir haben das Elex-Vorkommen erfolgreich gesichert. Gut. Damit ist deine Aufgabe dort als Scout erledigt. Also bin ich bereit, zum Trooper ernannt zu werden? Nein, eine Sache gibt es noch zu erledigen, aber das sollte nicht allzu lange dauern. Wir haben einen Scout nach Tavar geschickt und haben von ihm eine Nachricht erhalten, dass er Verstärkung braucht. Es gibt niemand Besseren als dich für diese Aufgabe. Du kennst dich dort aus und wir brauchen deine Expertise. Hast du noch Fragen dazu? Mit wem genau soll ich mich in Tavar treffen? Sein Name ist Vakis. Er ist ein sehr erfahrener Scout. Du kannst mit Sicherheit noch etwas von ihm lernen. Hat er gesagt, warum er Verstärkung braucht? Er ist in einem geheimen Auftrag unterwegs. Es steht in seinem Ermessen, dir mitzuteilen, worum es dabei geht. Er hat uneingeschränkte Handlungsfreiheit. Wenn er dir traut, wird er dich einweihen. Wo genau soll ich ihn treffen? Ich werde dir seine aktuelle Position auf deinen Adjutor schicken. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Gut. Exzellent. Bis wir effektiv sind, werden wir uns raus teleportieren. Richtung. Wie heißt die Lehrerin? Habe ich ein Level up bekommen? Echt nicht? Ich bin Max Level und krieg kein Constitution mehr hin. Die Bremsraketen in Einsatz gesehen. Hey, Big Boss! Du wirst mir hoffentlich nicht noch einmal diese Frau vor die Nase setzen. Das hast du mir ja nun unmissverständlich klar gemacht.
Vielen Dank auch für das kleine Intermezzo mit deinen Robots am Ende der Straße. Ja, zugegeben. Ich hätte vielleicht weniger impulsiv reagieren sollen, aber... Ich weiß, Nasty kann einen schon zur Weißglut bringen. Sogar einen Alexitor. Nun, dann reden wir besser nicht mehr davon. Wir Alps sind das am weitesten entwickelte Volk der Menschen in Magalan. Sollten wir da nicht auch das Recht haben, die Zukunft zu bestimmen? Sagst du von dem Frank? Nasty Macker schon mal nicht. Aber gute Rolle. Ja. Ja. Mit Emotionen ist nicht zu spaßen. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis sie gefressen wurden und sich das Kontrastmittel in ihren Körpern verbreitet hat. Ich kann dir allerdings nicht sagen, wie lange das dauert. Askeel wird wissen, wie lange die Verbreitung braucht. Ich werde Rücksprache mit ihm halten. Ich gebe dir dann Bescheid, wenn du die Häscher ernten kannst. Ernten. Häscher ernten. Okay, was will ich? Bastion, Adam reden. Schauen, was anliegt. Sollte davon noch mal fett speichern, bevor ich wieder eine Mission gescheitert bekomme. Hey, back here. Schauen wir mal, was die Gang so sagt. Fett speichern. Fett dafür. Spare auf für Elix Zaubern. Ist bei dir was Interessantes? Asti? Ne, ich glaube, wir sind ziemlich durch mit den Nebenmissionen von allen meinen Leuten. Von allen meinen Leuten da. Jo, Adam. Damit hätten wir nunmehr die erste Etappe auf unserer langen Reise gemeistert. Die sechste Macht hat ihre ersten Schritte getan und wird von nun an ihre eigentliche Arbeit im großen Spiel der Mächte aufnehmen. Reife Leistung, Jax. Ich wusste, dass du es schaffst, aber deine Effizienz hat mich jetzt doch ein wenig überrascht. Effizienz, Leute. War das nicht der Grund, warum du, also der Hybrid, mir stets die schwierigsten Missionen zugeteilt hatte? In der Tat. Du hast deine Qualitäten all die Jahre nicht verloren. Das ist doch gut so. Wir werden sie noch dringend brauchen. James. Es ist noch ein langer Weg, der vor mir liegt. Viele widrige Umstände und fordernde Menschen scheinen mein Schicksal und das meiner Familie bestimmen zu wollen. Doch ich habe mich wieder angemessen bewaffnet und stehe nun vor den nächsten Unwegsamkeiten, die es zu meistern gilt. Die sechste Macht hat nun ihre Arbeit aufgenommen und wird bald zu einer ernstzunehmenden Größe im Spiel um die Vormachtstellung in Magalan. Und ob ich es nun will oder nicht, ich bin ein Teil davon. Auch wenn noch wenig sicher zu sein scheint, werden mir die nächsten Tage mehr über meine spezielle Rolle im Krieg gegen die Eindringlinge offenbaren. Währenddessen verändern die Skyans Landstrich für Landstrich und treiben die Front ihrer fremden Flora weiter voran. Nicht mehr lange und wir stehen in einer fremden Welt voller tödlicher und bizarrer Kreaturen, die uns alle wandeln oder vernichten werden. Meine Infektion durch das dunkle Elex beginnt mich zu beherrschen. Ich spüre schon erste Auswirkungen dieser Pestilenz. Ich muss bald Heilung finden, sonst wird sie mich aus dem Rennen werfen, noch bevor ich die Gelegenheit habe, die ersten richtigen Schlachten schlagen zu können. So. Jetzt werden wir uns um deine Infektion kümmern. Ich habe einiges herausgefunden über das dunkle Elix der Skyans. Ich bin mir jetzt sicher, dass die Infektion zwangsläufig zur Wandlung in eine ihrer Skyaniden-Kreaturen führen wird, wenn sie nicht in absehbarer Zeit behandelt wird. Du Arschloch. Lass dir gefälligst etwas Besseres einfallen. Wir können dich auch mit Schmerzmitteln vollpumpen. Ich glaube aber, dass das kontraproduktiv sein könnte. In einem Moment der Unachtsamkeit übermannt dich die Infektion dann eventuell.
Das Risiko sollten wir besser nicht eingehen. Großartig. Ich habe eine Methode entwickelt, um bestimmte DNA-Fragmente aus befallenen Subjekten zu extrahieren. Jetzt müssen wir an diese DNA-Fragmente von möglichst unterschiedlichen Subjekten herankommen, um die Forschung voranzutreiben. Kommen wir damit zu den nächsten Aufgaben, die vor uns liegen. Ich bin ein befallenes Subjekt. Würden meine DNA-Fragmente helfen? Ich brauche Proben von bereits gewandelten Subjekten. Aber auch nicht einfach von irgendwelchen beliebigen Skyaniden. Wir brauchen besonders thermoaktive Exemplare. Du musst sie finden und ihnen bestimmte DNA-Fragmente mit Hilfe meiner neuen Methode extrahieren. Wie steht es um die Invasion des Skyans? Es ist noch relativ ruhig. Sie bereiten sich offensichtlich immer noch auf einen größeren Angriff vor. Was mir im Moment viel mehr Sorgen macht, sind die Morkons. Die hatte ich schon fast vergessen. Sie sind im Moment der größte Unsicherheitsfaktor im Krieg gegen die Skyans. Vor allem Patriarch Viktor. Er ist offenbar der gefährlichste unter ihnen. Geh zu ihm und versuche, mit ihm eine Art Übereinkommen zu treffen. Nichts wäre schlimmer, als wenn er uns mit seinen Streitkräften in den Rücken fällt, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Was hast du noch für mich? Mir kamen Berichte unserer Nachbarn im Nordwesten zu Ohren. Die Kleriker haben offenbar die Kontrolle über Teile ihrer eigenen Truppen verloren. Ah, natürlich haben sie das. Oh, ja, jedes Mal. Sie enttäuschen mich jedes Mal ein bisschen mehr, die Kleriker. Ja, Papa wird richten. Verstehe. Und Kaya extra mit für das. Das wird sie freuen. Oh. Ein Haufen fehlerhafter Robots soll auf dem Vormarsch sein, um das Hauptquartier der Kleriker anzugreifen. Das solltest du dir ansehen, bevor die Burg der Kleriker bald nur noch in Trümmern liegt. Am besten du gehst auch noch einmal zu Tialk und unterhältst dich mit ihm über die Verteidigung unserer Bastion. Ich fürchte, wir haben da auch noch eine Menge aufzustocken. Mit der Wahl deiner Gilde ist auch die Entscheidung gefallen, welche Gilde wir als Partner für die sechste Macht bekommen werden. Damit werden wir uns genauer beschäftigen müssen, wenn die Zeit reif ist. Bestimmte DNA-Fragmente von thermoaktiven Skyaniden? Was zum... Ja, ich weiß, es hört sich alles sehr kompliziert an. Ist aber im Grunde ganz einfach. Es hat etwas mit der DNA-Replikation der Zellen zu tun. Wie aktiv und stabil sich die Zellen der infizierten Subjekte wandeln. Ich kann die Daten solcher Subjekte am besten verwerten, deren Wandlung besonders schnell und... Das spart mir eine Menge Zeit bei der Erforschung. Es reicht vielleicht schon, wenn du... Okay. Ich habe deinen Adjut... Ja, er wird dir viel... Was ist, wenn sich mit dem Patriarchen Viktor keine Einigung erzielen lässt? Was soll ich sagen? Tu einfach alles, damit es nicht dazu kommt. Schon einen neuen Plan für ein weiteres Experiment? Oh. Ja, in der Tat habe ich einen. Ich will zu Tialk. Er ist ein guter Feldherr und sehr stark im Kampf. Was willst du von ihm? Also, es ist so. Eine ganz typisch menschliche Eigenschaft ist die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Wir Maschinen wägen stets unsere Chancen auf Erfolg ab und haben einen gewissen Grenzwert, ab dem wir ein Risiko als akzeptabel ansehen. Menschen versuchen sehr häufig die unmöglichsten Dinge, obwohl sie genau wissen, dass die Chancen gegen sie sehr schlecht stehen. Oh oh. Ja, du ahnst schon, was ich vorhabe, oder? Ich fürchte, es ist nichts Gutes. Es wird turbulenter, würde der Volksmund sagen, nicht wahr?
Ich brauche die Erfahrung einer Niederlage, die man schon im Vorfeld chancentechnisch als sehr wahrscheinlich ansehen würde. Du willst also mit Tial kämpfen und den Kampf verlieren? Verstehe ich das richtig? Du trägst die Bürde, als mein Mentor zu fungieren, nicht zu Unrecht, wie ich immer wieder feststellen muss. Woher willst du wissen, dass du nicht stärker als Tiag bist? Ich weiß es nicht. Für mein Experiment reicht die Annahme aus, dass es so sein könnte. Also, wenn du mich zu Tiag begleiten würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Na schön, ich bringe dich zu Tiag. Bin schon gespannt, wie sich das entwickelt. Ich kann euch das nicht vorbehalten. Ob sich Kaya mittlerweile wieder abgekühlt hat? Das dunkle Nein! Hey, hör zu, ich brauche deine Hilfe. Wow, das ist ja mal was Neues. Ja, aber mach nicht so einen großen Wirbel darum, okay? Klar. Ich hab mal über deine blöden Sprüche nachgedacht. Naja, das mit dem Duke und so, meine ich. Interessant, und? Tja, ich krieg das alles nicht so richtig in meinen Schädel. Wäre ich nicht schon so lange an Baxters Seite, würde ich vermutlich zu dem Schluss kommen, naja. Dass Baxter dich auflaufen lassen will, hm? Sag das nicht so laut, das ist Verrat. Ich bin Outlaw und unterstehe direkt dem Duke von Arteris. Ist mir. Okay, habe ich verstanden. Aber was habe ich damit zu tun? Nun, es ist mal wieder Zeit. Ich muss meinen monatlichen Bericht beim Duke abgeben. Das verlangt er von allen, die er persönlich beaufsichtigt. Ich muss auf jeden Fall in absehbarer Zeit bei ihm vorsprechen und meinen Bericht vorlegen. Das wird spannend. Ja, du Arsch. Und weil du vielleicht recht hast mit deinem Gelaber, wirst du mich dahin begleiten. Du willst Schützenhilfe gegen den Duke? Von mir? Wenn Baxter wirklich meinen Arsch braten will, dann deinen gleich mit. Und wenn ich mich weigere? Dann werde ich dich wie einen nassen Lappen zu ihm zerren. Hör mal, du Drecksack. Ich bin bald so weit, dass mir scheißegal ist, was irgendwer von mir erwartet. Wenn du mir nicht bald mal ein wenig entgegenkommst, kannst du mich mal kreuzweise und wir beide haben ein ernstes Problem. Das ist eine Ansage, also denk drüber nach. Fulminant. Lass die Abstand halten. Ich will doch nur mit Tiag reden. Lass die weg mit. Oh, ja. Oh. Okay. Jax, hör zu. Wir müssen reden. Azota, Imoti. Bitte nicht jetzt. Wir brauchen dich. Wie ist die Lage? Mich erreichten gerade Nachrichten über eine Horde Skyaniden-Späher, die sich unserer Bastion nähern. Wir müssen uns sofort darum kümmern, sonst werden wir von ihnen überrannt. Pass auf, da sind sie schon. Okay, dann machen wir das auch noch schnell. Das sind die Typen. Er stirbt. Ja, der stirbt auch. Und was für ein Todesgeräusch. Oh, damn. Das sind ja nicht so kleine Dinger. Ich glaube, da kann ich gleich einen Granatwerfer auspacken. Scheiße. Wir sind mittendrin, ich habe keine Zeit für Granatwerfer. Ich weiß nicht. Au! Wirklich? Das war doch Friendly Fire, too. Okay, Shotgun geht regeln. Shotgun und Frank mit Regeln. Oh, gut. Da ist in der Ecke stehen geblieben. Constitution. Ey, damit. Bevor. Dann können wir locker mal looten, während da die restlichen Gruppen
Seiten unten. Oh, genau wie ich's. Oh, damn. Oh, damn. Schaut das doch richtig aus. Extra. Ah, goddammit. Oh. Uff. Oh, fuck, ist angegangen. Reste liegt da auch am Boden. Falls ihr es im Augenwinkel gesehen habt. Liegt alles wieder an Jacks dann. Wir hatten da Feuermagie geschossen. Ist Kaya da? Bei mir fehlt ja, glaube ich. Nein. Au. Goddammit. Das schießt mich wieder ganz zum Mann. Hör mal, du Drecksack. Oh. Kommando, oh. Eine weitere Ortung von Kontrollknotenchips der Skyans. Sehr gut. Ich habe schon darauf gewartet. Wo sind sie diesmal? In Ignadon. Ich frage mich immer noch, was ist an der Technologie der alten Welt so interessant für diese hochentwickelte Spezies? Die Antwort gibt uns vielleicht ein weiterer Scan. Bei dir klingt das immer so einfach. Relative Einfachheit. Fehlende Informationen bedeuten, wir können die Frage nicht beantworten. Eine umfassende Analyse bringt Informationen und die Wahrscheinlichkeit steigt, die Frage möglicherweise beantworten zu können. Sag ich ja. Commander, meine Sensoren melden, der Waffengefährte Fox ist von Berserkern des Forts gefangen genommen worden. Was? Wie konnte das passieren? Fox hat sich von der Truppe entfernt und befand sich auf einem Alleingang. Das nenne ich maximal mies gelaufen. Sie haben ihn doch noch eingebuchtet, bevor er seinen Rehabilitationsplan im Fort umsetzen konnte. Empfehle sofortigen Scan der Gesamtsituation im Fort. Ja, Kleiner, ich mache mir auch Sorgen um ihn. Hoffentlich komme ich noch nicht zu spät. Positiv. Fulminant. Ja, sehr fulminant. Ich krieg gerade eine Missions-Shit. Oh, da kann ich doch über nichts machen. Die hauen mir gerade alle Missionen rein. Ich bin überfordert. Den Fight kann ich nochmal gleich angehen. Oh. Oh, wirklich. So, alle wenn du Missionen. Die ersten DNA-Fragmente hast, komm wieder zu mir. Je schneller ich damit arbeiten kann, umso schneller werde ich Ergebnisse bei meiner Forschung erzielen. Auch noch was? Nee, okay. Dann mach mal Ruhe. Ja, ich werde mal mich vorbereiten auf den Kampf und die Episode hier vorbei machen. Tschüss.